Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben als Linke den Antrag gestellt, keine bewaffneten Drohnen zu beschaffen. Konkret bezieht sich es auf die gestrige mehrheitliche Entscheidung im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss, bewaffnungsfähige Drohnen Heron TP zu leasen. Und wir können inzwischen lesen, dass 50 Millionen Euro bei der Heron TP für die technische Bewaffnungsfähigkeit ausgegeben werden. Das ist ein Schritt hin zur Bewaffnung. Und diese bewaffnungsfähige Drohne ist schussfähig, sie ist schussbereit. Und das Einzige, was fehlt, ist die Munition und die konkrete Ausbildung der deutschen Soldaten an diesen Kampfdrohnen. Es geht um Kampfdrohnen, deshalb ist unser Antrag richtig und deshalb haben wir ihn gestellt und sagen, wir wollen keine Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Und deshalb, werte Koalition aus CDU, CSU und SPD, solange es sie noch gibt, täuschen Sie nicht die Öffentlichkeit. Es geht um Kampfdrohnen und es fehlt einfach nur die Munition. Und es geht um einen Dreischritt. Gestern wurden die bewaffnungsfähigen Drohnen beschlossen. Der zweite Schritt soll dann die Bewaffnung sein. Und als dritter Schritt ist die Anschaffung einer eigenen Kampfdrohne, nämlich der Eurodrohne, ab 2027 geplant. Wir halten alle drei Schritte für falsch. Wir wollen keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Und im Übrigen ist das die letzte Gelegenheit heute, das zu verhindern, indem unserem Antrag zugestimmt wird. Die SPD hat immer wieder davon gesprochen, Herr Oppermann als damaliger Fraktionsvorsitzender, es sei notwendig, eine breit angelegte gesellschaftliche Debatte zu machen. Ja, liebe SPD, wo ist denn diese Debatte gewesen? Gestern gab es die Entscheidung im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss. Wo ist denn diese Debatte gewesen? Sie haben dieser Vorlage zugestimmt und es gab diese Debatte nicht. Das ist ziemlich blöd, um das mal sehr deutlich zu sagen. Wir wissen, wie sich die Kriegsführung durch Drohnenkriegsführung verändert. In Afghanistan, woher denn? Sie waren es. Sie werden auch die Berichte gesehen haben über die Drohnenkriegsführung der USA, zum Beispiel in Afghanistan, zum Beispiel im Jemen, zum Beispiel in Somalia. Das ist eine Drohnenkriegsführung, die erstens völkerrechtswidrig ist, zweitens ständig Menschen gezielt tötet und dabei eine Reihe von Kollateralschäden verursacht, nämlich Zivilistinnen und Zivilisten umbringt. Und das ist eine Drohnenkriegsführung, die wir niemals haben wollen, dass sie die Bundeswehr durchführt. Und wer bewaffnete Drohnen anschafft, der geht genau diesen Weg dahin. Das wollen wir und sehr viele in der Bevölkerung nicht. Wir wollen keine bewaffnungsfähigen Drohnen. Und ich sage Ihnen noch mal klipp und klar, die SPD hat ja am Ende der letzten Legislaturperiode mit der gleichen Argumentation gesagt, nein, wir wollen das jetzt noch nicht. Jetzt haben Sie einen neuen Koalitionsvertrag und jetzt plötzlich geht es. Und ich kann Ihnen genau, vielen Dank, Herr Felgentreu, dass Sie das bestätigen. Und wir halten es aber trotzdem nach wie vor für falsch, weil es nämlich klipp und klar der erste Schritt hin ist zu einer Kampfdrohne. Und Kampfdrohnen werden die Kriegsführung grundlegend verändern. Und genau das ist, da hat die Kollegin Weber im Übrigen recht, mit einer Reihe von ethischen Fragen verbunden. Und genau das ist das, warum wir sagen, wir wollen eben nicht die Anschaffung von diesen bewaffnungsfähigen Drohnen, von diesen Kampfdrohnen. Deshalb stimmen Sie unserem Antrag zu. Es ist die letzte Gelegenheit, um diese Anschaffung zu verhindern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Und jetzt gibt es hier gleich einen Wechsel. Aber ich... Entschuldigung, Herr Krüger. So, jetzt kommt erstmal die nächste Rednerin dran. Und die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen ist Katja Keul.